auch gerne Mutter Jeschke. Ach, hallo Gerhard. Na, was los? Was kommt mich denn da am Damen so früh schon aufsuchen? Och, ich war gerade so in der Gegend und wollte beim Ratschik meinen Morgenschnaps trinken. Und da dachte ich, schau ich bei ihm vorbei. Ach so, beim Ratschik. Was ist los, Mutter Jeschke? Der Ratschik ist auch in Ordnung. Der weiß nur, was ich gehört. Ja, weil er ihn immer einen Schnaps ausgibt. Aber ich sage Ihnen, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat sowas im Blick. Das sagen Sie doch bloß, weil er sie immer die alte Hexe nennt. Da soll man aufpassen, was er sagt. Aufpassen? Auf was denn? Auf Sie? Ja, ja, lach nur, Gerhard. Der Ratschek lacht auch immer über mich. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Na, Ursel, ich bin wieder da. Ist ja auch schon nach 8 Uhr. Was machst du da? Ich stricke ein paar Handschuhe. Ach, sind die für mich? Das ist ja schön. Quatsch, die sind für den Pastor. Ach so, für den Pastor. Kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft. Und eine Freundschaft zum angesehenen Pastor kann ja nicht schaden. Das ist mir gleich viel wichtiger. Was, Ursel? Vielleicht muss ich da auch mal wieder hin. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Mit Esel in die Kirche gehen. Eigentlich verdanke ich unserem guten Pastor Ezirus ja auch einiges. Was meinst du? Er hat dich doch gut von deinem komischen Aberglauben befreit. Jetzt pass mal auf! Ich gehe zu ihm, weil er ein gebildeter Mann ist. Ja, ja, gebildet, gebildet. Nicht so wie ich, was? Und vornehm ist er auch. Alles Sachen, auf die du stehst. Und weil du so vornehm bist, muss ich bezahlen, bezahlen, bezahlen. Es kostet nämlich einiges Geld. Und du kostest mich einfach eine Stange Geld. Alter, sprich nicht so mit mir. Hörst du? Wenn du ein Problem mit mir hast, dann sag es mir. Kann ich entscheiden, ob ich dir helfe oder nicht. Aber gib mir nicht die Schuld. Das Problem ist das. Du nicht weißt, wie man ordentlich eine Kneipe führt. Außerdem gibst du zu oft einen auf. Und zwar allen. Letztens erst wieder, dem Gerhard. Außerdem bist du selbst dein bester Kunde. Und dann sind wir wegen mir pleite, oder was? Gib mir noch einen Tritt, wenn ich schon am Boden lieg. Ich versuche das alles hier hinzukriegen und dass du es schön hast. Aber ich habe Stress und Sorgen. Und weiß zuweilen nicht mehr ein und aus. Die Bauern, die lachen mich aus. Ach, die sind doch bloß neidisch. Ja, solange es noch etwas gibt, auf was sie neidisch sein können. Aber was ist, wenn wir nichts mehr haben und arm sind? Bloß das nicht. Das wird nie wieder passieren. Nie wieder arm. Ich weiß noch genau, wie das ist. Was soll ich denn machen? Hier, sieh diesen Brief. Habe ich gerade vom Weinhändler aus der anderen Ortschaft bekommen. Er will das Geld, was sich in den 3 Jahren noch angehäuft hat, beim nächsten Mal mit abholen. Und jetzt? Wo willst du das Geld hernehmen? Er muss das Geld kriegen, und zwar vor Zeugen. Ich weiß, ich weiß. Ich habe da schon eine Idee. Bis zum 30. habe ich noch die Feuerwehrvereinsgelder. Würden gerade so ausreichen. Und dann, die Gelder müssen doch am 1. wieder abgeliefert werden. Ja, meine Liebe, auch dafür hätte ich schon einen Plan. Weißt du noch, wo ich den Toten unterm Birnbaum fand? Ja, der muss schon seit Jahrzehnten da liegen. Ja, genau. Ich habe ihn doch damals direkt wieder zugegraben und die Sache für uns behalten. Also, Ursel, wir brauchen das Geld. Und da habe ich mir überlegt, naja, so ist sie halt, die alte Hexe. Naja, Ratschek, so ist sie halt. Die änderst du auch nicht mehr. Naja, wenn du meinst. Ein Brief für sie, Ratschek. Ein Brief für mich? Ach, okay, danke. Aber trinken Sie doch bitte einen Schnaps. Aufs Haus. Schönen Dank. Bis bald.
Gucken wir mal, was wir dort haben. Na, was los? Was guckst du denn so komisch? Hast du was gewonnen oder was? Ach Quatsch, nein! Na dann erzähl, hast du geerbt? Naja, so etwas Ähnliches ist aber auch nicht der Rede wert. Na, du hast doch immer ein Glück. Ach was? Ist es denn viel? Naja, es passt jetzt nicht so richtig. Schließlich ist es ein Trauerfall. Und was ist es denn schon, das bisschen Geld? Wie viele Nullen sind es denn? Ach was, Nullen? Das Gute ist, dass es nicht viele Umstände macht. Meine Frau muss nur in die Stadt fahren und das Geld abholen. Na, pass mal auf, dass die mit dem Geld wieder zurückkommt und nicht mit einer Couch oder so. Morgen, Marieschke. Was für ein Mistwetter. Ja, da liegt was in der Luft. Na, heute kam Schnaps beim Radschreck. Zu diesem Idioten gehe ich nicht mehr. Regt sich auf, wenn ich meinen eigenen Schnaps umsonst haben will. Einen einzigen. Ja, seit der Abschaff ist er noch abgehobener. Aber ich sage Ihnen ja, Hochmut kommt vor den Fall. Da haben Sie recht, Mutter Jeschke. Da haben Sie recht. Was ist eigentlich mit Ihrer Nichte, der Line? Sie studiert doch in der Stadt. Wieso? Ich dachte, sie kommt vielleicht mal wieder. Sie kommt bestimmt bald mal wieder. Wieso? Ich dachte, sie kann mich vielleicht ganz gut leiden. Kann sein. Hallo? Kommt denn da noch so spät zum Radcheck? Das ist bloß der Weinhändler aus dem Ohr. Mensch, Mutter Herrschke, was Sie nicht alles wissen. Ach, was wissen ich? Ich bin nur eine arme, alte Dame. Ach, da liegt was in der Luft. Stimmt aufs Haar. Hier noch Ihre Quittung, Herr Radcheck. So, das war das Geschäftliche. Es freut mich sehr, Herr Schulzki. So, meine lieben Leute, das ist Herr Schulzki, der sich heute noch etwas bei uns entspannen will. Willkommen, Herr Schulzki. Angenehm. Kunika. Angenehm. Herr Radcheck, bringen Sie doch bitte ein paar Flaschen von dem Wein, den ich mitgebracht habe. Das ist wirklich ein besonderer. Ich muss es wissen. Ich schmeiß eine Runde. Hey! Ede! Ja, Chef! Hol mal Herr Schulzkis Wein vom Keller. Ja, Chef, mach ich. Na gut, dass du geerbt hast, Ratzel. So eine hohe Summe so schnell runterzukriegen, nicht schlecht. Ach was! Aber immerhin die Summe von 3 Jahren. Aber Herr Schulzki! Eine Erbschaft zur rechten Zeit, was? Naja, so viel war es ja nun auch nicht. Naja. Wenig war es nicht gewesen, haben wir ja gesehen. Und das, obwohl die gnädige Frau Gätzin mit deren Geld in der Stadt war. Na, hat sie dir was mitgebracht? Einen Hut mit Faunfedern oder so? Können wir mal von was anderem reden? Hier, der Weinchef. Nun schenk mal ein. Das ist wirklich ein hervorragender, guter Tropfen. So einen findet man selten. Da drüben saufen sie wieder. Das nimmt kein gutes Ende. Das nicht. Saufen. Und ich kann nicht schlafen. Ich stehe am Fenster und kann nicht schlafen. Was kann ich nicht schlafen? So, meine Freunde, ich muss mich empfehlen. Und in 4 Stunden in den nächsten Ort fahren. Herr Radcheck, würden Sie mich um 4 Uhr wecken lassen? Aber sehr gern, Herr Schulzki. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ach was, der frühe Vogel kann mich mal. Herr Schulzki, aufstehen, ist 4 Uhr.
Aufstehen, Herr Schulzki! Mann, der schläft wie ein Toter. Herr Schulzki, es ist Zeit. Ich spann schon den Wagen an. Ach, morgen Male. Morgen Ede. Ist das ein Sauwetter da draußen? Und alles so früh. 6 hätte das auch gereicht. Hoffentlich wacht der Schulzki langsam auf. Morgen. Morgen, Chef. Ede, geh los und weck den Schulzki. Warte, ich höre ihn doch schon. Ah, morgen, Herr Schulzki. Ich beneide Sie wirklich nicht, mit dem offenen Wagen rumzufahren. Es regnet draußen, aber kommen Sie doch erstmal mit und trinken Sie einen Kaffee. Viel sagen tut er ja nicht. Aber nur heute früh, sonst quatscht er ohne Ende und heute kein Wort. Und dann im Haus, in voller Montur mit Pelz und Mütze. So, ich gehe jetzt anspannen. Morgen hört Schreck. Ach, Herr Amtsrat. Bringen Sie meinen Schnaps. Haben Sie gesehen? Da liegt eine Kutsche am Ufer, wo jemand vom Weg abgekommen. Ach du meine Güte, ist ja schrecklich. Das Pferd ist ersoffen. Meine Pelzmütze hängen am Baum. Vom Fuhrmann. Keine Spur. Wohl bekommt's. Prost. So, sehr gut. Ich muss jetzt los und das klären. Auf Wiedersehen, Herr Schreck. Wiedersehen, Herr Amtsrat. Habe die Ehre, Herr Amtsrat. Herein. Ach, mein lieber Vornwinkel, du bist hier. Willkommen, setz dich. Zigarre? Sehr gern. So, was gibt's denn? Mein lieber Exilius, ich muss einige Ermittlungen in der Sache mit dem Weinhändler Schulzki durchführen. Es geht um die Radschecks. Mein lieber Vorwinkel, ich habe dir bereits geschrieben, dass ich über die Radschecks nur das Beste sagen kann. Ich glaube, man verleugnet sie aus Neid. Ich kenne Radschek ja auch und halte ihn für durchaus kompetent. Jedoch gibt es viel zu viele Gerüchte und zu wenige Beweise, um etwas zu unternehmen. Deshalb habe ich ja zunächst vor, die angestellten Radschecks zu befragen. Das hattest du mir ja bereits geschrieben. Ede und Marle warten draußen. Sehr gut. Am besten du stellst ein paar Fragen, da du sie besser kennst. Ede? Herr Pastor? Ede, du sollst uns über den Morgen erzählen, du sollst uns über Radschek und Schulzki aussagen, was du weißt. Was ist los? Du zitterst ja. Ich hab Angst. Vor wem? Vor Radschek. Vor Radschek? Warum? Handelt er dich schlecht? Nein, das nicht. Na, was dann? Schlägt er dich? Trinkt er? Nein, das nicht. Ich weiß nicht. Er ist so anders. Komm, lass, Exilius. Es hat keinen Sinn. Alles gut, Ede. Du kannst gehen. Schick doch bitte die Male rein. Tag, Herr Pastor. Tag, Male. Male, Sie sollen uns von dem Tag berichten, als Herr Schulzki bei Ihnen war. Ach so, um 4 kam der Herr Radschek und klopfte an meine Kammertür. Ich sollte Kaffee kochen. Dann ein bisschen später kam der Ede und hat den Schulzki geweckt. Der wollte erst gar nicht aufstehen, der Schulzki, hat gar nicht geantwortet. Er ist doch dann aber runtergekommen. Ja, aber wie? In voller Montur mit Pelzmütze, Schal, allem. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, Marlo? Naja, viel hat er nicht gesagt. Und das Gesicht konnte man auch nicht erkennen. Alles gut, Marlo. Du kannst gehen. Ja, Marlo.
Sie können gehen. Dann auf Wiedersehen, Herr Pastor. Also, was meinst du? Ich denke, die Sache steht schlimmer, als du wahrhaben willst. Und tatsächlich auch schlimmer, als ich gedacht hätte. Wirklich? Ich kann da keinen Zusammenhang finden. Willst du Radschek einen Strick durch die Rechnung ziehen? Ich fürchte, ich muss. Durch diese Aussagen hat sich der Verdacht erhärtet. Es muss ein Verfahren geben. Radschek muss in Haft. Seit 4 Wochen bist du in der Radschek-Klinike. Aber die Leute halten ihn doch für unschuldig, Mutter Eschel. Ja, das Amtsgericht kommt auch nicht weiter. Vielleicht ist er unschuldig. Es gibt keine Beweise. Die müssen ihn freilassen. Ja, jetzt wisst ihr das noch. Aber wenn es soweit ist, dann werde ich gehen. Ach, Mutter Eschel. Was weißt du denn schon? Man kann nicht immer alles wissen, aber was ich gesehen habe, hab ich gesehen. Guten Abend, Mutter Jeschke. Abend, Liene. Na, wie geht's? Ach, hallo, Herr Gender. Na, der Herr Wasserschaft, mir denn heute die Ehre? Ach, ich komme heute mal außerdienstlich, also privat. Ich dachte, Sie kommen, weil Sie uns erzählen wollten, dass der Radschek rauskommt. Der Radschek? Der muss in Haft. Aber wir können ihm nichts beweisen, dem Hund. Dem Schlauen. Ich glaube, Mutter Eschke weiß was. Man kann nicht immer alles, aber was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Spaß beiseite, Mutter Eschke. Was haben Sie gesehen? Es ging um die Nacht herum, als der Weinhändler da war. Ich konnte nicht schlafen. Und? Na, wie ich am Fenster stand. Ja, was war da? Da sah ich den Radschek mit einer Laterne, einen Spaten, einer Kiste, einen Korb oder einen Koffer. Ja, wie er denn zum Birnenbaum gegangen ist und ein Loch gegraben hat. Und dann? Nichts weiter. Die Laterne ist ausgegangen. Mensch, Mutter Jeschke, weshalb haben Sie nicht früher was gesagt? Mich hat doch keiner gefragt. Mich hat doch keiner gefragt! Und Radschek, was sagen Sie jetzt? Ich sage, diese Leiche wird meine Unschuld bezeugen. Ja, Herr Justizrat, dieser Tote liegt hier schon 20 Jahre. Das kann nicht Schulzki sein. Der Totengräber hat recht. Und da Radschek erst seit 10 Jahren hier wohnt, kann er mit diesem Toten nichts zu tun haben. Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Na, Mutter Jeschke, auch im Garten? Wie geht's denn? Lange nicht gesehen. Nee, Radschek. Wen sehen Sie denn aus? Gelb, und die Falten auf den Stirn, Sie müssen sich doch nicht so ärgern. Das sagen Sie so, Mutter Jeschke. Aber ich ärgere mich. Ursel ist krank und Ede baut nur Scheiße. Gestern hat er fast Öl auslaufen lassen, als würde das Geld an den Bäumen wachsen. Und der Maurer, der mir den Keller ausschachten lassen möchte, der ärgert mich auch schon. Ist doch richtig so. Dann haben Sie doch mehr Platz. Und was ist mit dem Grundwasser? Da steht mir das doch alles voller Wasser. Schaut, dass er mir den Keller hochzieht, damit ich ein Fenster drin haben kann. Und nicht bloß so eine kleine Luke. Ja. Wo der Weinhändler da war, hat immer das Licht so geflackert. Wo war das eigentlich? In der Stube oder im Keller? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus will. Jeschken, diesmal verklage ich Sie wegen Verleumdung. Ich erfahre es, wenn Sie noch mehr etwas Schlechtes über mich verbreiten. Passen Sie auf. Sie sind eine alte Hexe. Ach nee, ich meine ja bloß, ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, ein bisschen Spaß, aber nicht zu viel. Hören Sie? Ja, ja, ich sag nichts mehr. Ursel, der Arzt muss kommen. Dir geht's nicht gut. Nein, nein, es bringt alles nichts mehr. Oder soll Silius kommen? Nein, nein. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die reinen Herzen sind. Die kommen in den Himmel. Aber wohin kommen wir, Radzek? Ursel, bitte. Ursel, bitte. Sag so etwas nicht. Ursel, du bist noch lange nicht so weit. Schwer der Pelz. Hast du einen Pelz? Ach egal, sprich nicht davon. Radzek, du musst die Kirche im Dorf des Weinhändlers spenden. Du musst um Vergebung bitten. Meine arme Seele. Der jüngste Tag. Ich warte nicht bis zum jüngsten Tag. Ursel. Ursel. Na, Edel, feiert dein Chef schon wieder? 4 Wochen Trauer und dann ging alles weiter. Mutter Heschke, ich kann nicht reden. Ich muss wieder ins Lokal. Ach, ins Lokal musst du auch in den Keller. Wie, in den Keller? Was soll da sein? Ach, Edel, du weißt doch ganz genau, pack dich nicht manchmal was in den Keller. Hören Sie auf, Mutter Heschke. Wie siehst du denn aus, weißt du, eine Mann? Hast du etwa ein Gespenst gesehen? Mutter Heschke. Ich muss jetzt Ja, ja, die Sache ist noch nicht zu Ende. Die Sache ist noch nicht zu Ende. Na, Radzek, schenk mal doch was ein. Edel, geh mal in den Keller und hole ein Moselle und ein Burgunder. Aus dem Keller? Nee, von Mutter Jeschke. Natürlich aus dem Keller, du Honk. Ja, ist gut. Und Marle soll noch etwas kochen. Ja, ist gut. Und stoß dich nicht an den Ölfässern. Ja, mach ich, Chef. Mann, Radzek, was sind das denn für Fässer? Das habe ich doch schon gesagt. Das sind Ölfässer. Alle schön hübsch aufgereiht. Wenn die mal ins Rollen kommen. Keine Sorge, wir sind durch einen Keil gesichert. Hier, Chef, das ist Serena. Sehr schön, Marle. Und nun hol uns noch die Brotleser. Hier ist der Weinchef. Ist doch wirklich ein selten blöder Hund. Ich hab doch gesagt, die Gläser mit dem Grünschild. Und was ist das für eine Farbe? Ich ja, genau, das ist gelb. So, geh nochmal los und hol die richtigen Gläser. Nein, ich geh nicht. Warum nicht? Weil's da unten spukt, im Keller. Marle, dann geh du halt. Auf keinen Fall, Chef, ich geh da nicht runter. Warum denn nicht? Na, weil's dort spukt. Da spukt's also. Nein, er ist wirklich Chef, das spukt. Was meinst du dazu, Kunike? Tja, Radzek. Tja, für unsere Bo sieht es schlecht aus. Komm, gehen wir halt eben drunter. So, dann lass uns mal den Spuk ersäufen. Marle, es ist schon 8:45. Wo bleibt ihr denn heute? Ich hab schon überall nachgesehen. Keine Ahnung, ist er noch im Bett? Ich war schon in allen Räumen, das Bett war auch nicht benutzt. Hör mal, Kunike, der war gestern am längsten da. Und Gellhard, den Jenner. Ich hole den Pastor. Okay. War schon mal einer im Keller? Guck mal, die Fässer liegen auf der Falltür. Der Keil muss sich gelöst haben. Na los, helf mir die Fässer wegschaffen. So, die Fässer sind weg. Komm, gehen wir. Kunike, Sie machen das Licht an. Da ist der! Der Hartschrick! Und das andere! Dem hilft kein Doktor mehr. Ich gebe zu Protokoll, er ist tot. Dann bringen wir mal oben alles in Ordnung, bis sie von der Spusi kommen. Ich denke, wir haben unseren toten Weinhändler gefunden.
Und Kunike, Lust noch ein Trinken zu gehen? Thank you.